8 Monate Krieg liegen hinter den Menschen. Und sie wissen nicht, wie viele noch kommen werden. Wenn kein Luftalarm herrscht, wenn keine Rakete oder Drohne einschlägt, dann bekommt man einen Eindruck, wie das Leben in Kiew sein könnte, wie es gewesen war. Es ist Krieg und Normalität eine Illusion. Ich bin am Morgen aufgewacht, weil ich die Explosionen gehört habe. Und dann habe ich mich einfach wieder umgedreht. Das war alles, was ich getan habe. Später habe ich dies meinen Freunden im Ausland erzählt. Sie schwiegen für einen Moment. Dann sagten sie: Irina, etwas völlig Abnormales ist mit deiner Psyche passiert, wenn du nicht mehr auf Explosionen reagierst. Deine Angst ist gebrochen. Luftalarm. Viele Menschen gehen jetzt wieder in die Bunker. In der Tiefgarage um die Ecke hat sich eine Schicksalsgemeinschaft eingefunden. Man überbrückt die Zeit und alle warten auf Entwarnung. Andrei ist IT-Programmierer für amerikanische Firmen. Er wisse nie, erzählt er, wie er ihnen sein Leben unter Luftangriffen erklären soll. Wenn kein Luftalarm ist, dann versuchst du einfach dein normales Leben zu leben. Du denkst, alles ist in Ordnung. Dann passiert es. Dann sind unsere Pläne komplett zerstoben. An einem Montag wurde dieses Hochhaus im Zentrum von Kiew getroffen. Das benachbarte Kraftwerk dürfte wohl das wahre Ziel des Luftangriffs gewesen sein. Es versorgt das Viertel mit Energie. Eine Woche später der nächste Luftangriff auf dasselbe Kraftwerk. Es trifft dieses Wohnhaus. 5 Menschen starben, 19 konnten aus den Trümmern gerettet werden. Darunter diese alte Frau. 3 Tage später treffen wir den Enkel der alten Frau an gleicher Stelle. Er hat im Fernsehen gesehen, wie seine Oma gerettet wurde, sagt er uns. Filmen sei okay, vor der Kamera sprechen will er nicht. Er ist gekommen, um ihre persönlichen Sachen abzuholen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Bewohner können es nicht betreten und ihre Sachen selbst herausholen. Wir fahren in den Nordwesten von Kiew. Dort treffen wir Volodymyr. Er ist Germanist und schwärmt von deutscher Literatur. Als die russische Armee Richtung Kiew marschierte, stand sie nur wenige Kilometer vor seiner Wohnung. Und Volodymyr mit seinen Freunden hier Wache. Meistens waren wir nicht bewaffnet. Also einige der Jungs im Haus, also es waren ja mehrere. Also es gab ja mehr als nur wir drei. Ja, einige Jungs hatten natürlich Küchenmesser und so weiter und so weiter. Aber wirklich Schusswaffen hatten wir nicht. Er hat Kiew während des Krieges nicht verlassen. Kämpfen könne ein Bücherwurm wie er nicht, sagt er, aber Hilfe leisten. Er besorgt, um was ihn Soldaten an der Front gebeten haben. Das ist antistatisch, Öl und Benzin beständig. Die kommen, glaube ich, aus einem Lager irgendwie in Frankreich oder so. Das sind ja NATO-Schuhe, also solche Art wird noch nicht gebraucht. Aber unsere Jungs sagen, das wäre das Beste. Morgen will er alles an die Front fahren, 700 Kilometer in den Osten. Trotz Stolz, Hoffnung begegnet einem in Kiew genauso wie Schmerz, Leid und Trauer. All dies tragen die Menschen in sich. Es ist besser, wenn meine letzten Worte frei sind, als dass ich bis zum Ende eines langen Lebens schweigen muss. Das will ich nicht für meine Kinder, das will ich nicht für meine Enkelkinder. Ein Leben in Freiheit, in Unabhängigkeit, dafür bringen viele Menschen in Kiew große Opfer.